Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, werte Kollegen im Bundesrat, auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Als Niederösterreicher ist es mir natürlich ein ganz großes Anliegen, heute zu diesem Tagesordnungspunkt sprechen zu dürfen. Die Donau-Universität Krems hat eine mehr als 20-jährige Erfolgsgeschichte hinter sich, auf die sie zurückschauen kann. Und diese Regierung schaut nicht zurück. Der Blick dieser Regierung ist nach vorn in die Zukunft gerichtet. Und die Aufnahme der Donau-Universität Krems als 22. öffentliche Universität unter das Universitätsgesetz 2002 ist ein richtiger und wichtiger Schritt dafür. Der Magister Dr. Axel Kasecker hat im Nationalrat eindrucksvoll vom Werdegang beginnend mit 1995 berichtet. Seit damals, anfangs war die Universität eigentlich noch ein bisschen bewitzelt und belächelt, hat sich sehr viel verändert. Bereits 2002 konnte die Universität ihren 2000. Studierenden begrüßen. 2004 trat ein neues Bundesgesetz für Weiterbildung in Kraft, das sich damals schon weitgehend am Universitätsgesetz 2002 orientiert hat. Und 2004 wurde bereits der 3000. Studierende begrüßt und 2006 die ersten 12 Universitätsprofessoren berufen. 2009 hat man den 5000 Studierenden gehabt und 2010 kam ein neuer Organisationsplan. Die Implementierung von insgesamt 5 Fakultäten. 2013 folgte die Richtung eines Christian-Doppler-Labors, das sich mit innovativen Therapieansätzen in der Sepsis beschäftigt. Und im März 2014 wurde per Bundesgesetz das Promotionsrecht zugestanden und 2015 erfolgte dann die Akkreditierung der ersten PhD-Studien. Und all das wurde in der Vergangenheit immer auch von der SPÖ mitgetragen. Darum ist es schon verwunderlich, warum sich heute hier die SPÖ nun zu diesem letzten wichtigen, richtigen und auch logischen Schritt nicht mittragen will. Höchstwahrscheinlich ist es, so wie wir es heute schon den ganzen Tag erleben, ein schwacher Versuch, sich irgendwie als Oppositionspartei erkennbar zu positionieren. Aber das, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, ist ein komplett falscher Schritt. Als Argument gegen die Aufnahme wurde vorhin zweimal das liebe Geld strapaziert. Meine Damen und Herren, zum Thema Geld kann ich Ihnen sagen, für die 3 Jahre 2019, 20 und 21 macht das Universitätsbudget 11 Milliarden Euro aus. Die Donau-Universität bekommt jetzt schon 30 Millionen Euro und durch diesen Schritt soll dieser Betrag für die 3 Jahre auf 40 Millionen Euro erhöht werden. Also 10 Millionen Euro in 3 Jahren von einem 11 Milliarden Euro Budget. Ich frage das sehr gerne und darum frage ich es euch heute wieder. Echt jetzt? Das ist das Argument? Dazu kommt noch, dass sich aufgrund dieser Entscheidung auch das Land Niederösterreich angeschlossen hat, und zwar für die Infrastruktur mit aufzukommen. Es gibt hier eine 15a-Vereinbarung, das wird der Herr Minister dann vielleicht erklären, und mit der es eine 50-prozentige Kostenbeteiligung sichergestellt werden soll. Das ist sowohl für den Bund als auch natürlich für das Land Niederösterreich ein Gewinn. Alle anderen Bundesuniversitäten muss der Bund fast zu 100% finanzieren. Wir begrüßen diesen Schritt unserer Regierung und wir wünschen der Donau-Universität Krems als 22. öffentliche Universität alles Gute und einen weiterhin so erfolgreichen Weg wie bisher. Applaus